Willkommen auf Klemmbar, deinem Steinchen-Kanal und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum nächsten Bestellungspack-Video. Und wir fangen in diesem Video mit einer sehr großen Bestellung an. So eine hatte ich jetzt schon wirklich lange nicht mehr. Ihr könnt es vielleicht sehen, ein paar Schubladen stehen da offen und wir haben hier neben einiges, was ja wieder unvollständig ist, zumindest von den Boxen, die vor meinem Turm sind. Da wird wieder ein bisschen was umgeschichtet. Und hier haben wir die Bestellung. Und das ist wirklich einiges. Wir gucken mal drauf. Und zwar haben wir hier lediglich 50 Slots, aber 1294 Items und knappe 90 Euro. Keine einzige Minifigur dabei. Das heißt, reiner Wert quasi von Steinen, ja, und das ist natürlich schon mal eine Hausnummer und wir gucken mal durch, alles kann ich euch nicht zeigen, aber ich kann vorneweg schon mal sagen, falls die Person zuschaut, sehr coole Bestellung. Es wurden nämlich Teile gekauft, die teilweise schon ewig liegen, bei denen ich dachte, ja, die gehen eh nie weg, ja, oder, ne, gehen schwierig weg und es ist so eine Bestellung, da wurde mehr crazy Zeug gekauft als Standardware und sowas ist natürlich ein Highlight. Ich kämpfe mich mal durch den Berg durch. Ist alles nummeriert, seitenweise gepackt. Und wir haben mehrere Tüten mit der 2, mehrere Tüten mit der 4. Also da findet man aber schon durch. Hier haben wir zum Beispiel 95 mal die Light Blue, Trans Light Blue 1x2er Bricks ohne Support in der Mitte. Die waren aus der Pick-a-Brick-Wand, alle leer. Generell fast jede Position wurde leer gekauft. Finde ich auch Wahnsinn. Dann haben wir hier, ich glaube, das sind die 1x10er Plates. Dann haben wir hier goldene Geländer. Von denen hatte ich auch viele, viele jetzt gehabt. Sind alle weg. Habe ich, glaube ich, super schwer bisher verkauft und bin die jetzt alle losgeworden. Sowas ist immer cool. Schafft ein bisschen Ordnung im Shop. Oder auch hier, Neon Yellow. Wann habe ich jemals Neon Yellow verkauft? In dieser Bestellung habe ich, glaube ich, 3 oder 2 verschiedene Neon Yellow Steine verkauft. Also wirklich der Wahnsinn. Dann seht ihr noch orangefarbene Geländer dabei, ein paar Tiles. Da hinten die 2x1x6er Trans Bricks. Ja, diese höheren, ihr wisst welche ich meine. Hier nochmal so ein paar 1x2er in Magenta und ein paar Klipse. Generell Magenta auch viel vertreten in der Bestellung. Dann haben wir hier 100 mal die 1x8er Plates in Light Blue Stray und meine letzten 50 1x4er Bricks. Wenn ich ehrlich bin, muss ich überlegen, wo ich die her hatte. Ich glaube aus dem Mosaik oder so. Ich muss mal gucken, wo die her waren. Ja, aus dem The Great Wave. Generell ein super Set. Wurde wieder viel von abverkauft in letzter Zeit. Also vielleicht werde ich da auch nochmal zuschlagen. Auf jeden Fall das dazu. Super 10 Teile. Dann hier 2x4er 10 Plates alle weg, 16 Spinnennetze und da dachte ich auch nicht, dass die mal weggehen. Dann hier diese gelben Geländer und hier die 1x4er Bright Blue oder was das ist oder Light Blue. Wirklich verrückt. Gerade diese Spinnennetze dachte ich mir, naja, die bleiben noch lange liegen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich sie habe, aber sind auch schon verkauft. Dann haben wir hier nochmal ein bisschen was in Neon. Nochmal hier dieses Blau Magenta. Hier haben wir ein paar Fische, ein paar magentafarbene Blattteile, auch wirklich verrückt, ein paar Klipse noch dabei, hier noch ein paar Skorpione in Dark Blue, alle 6 Stück, die ich noch hatte, ein paar Haken, ja, so in Summe wirklich coole Teile und hier nochmal so Trans Clear, sind, wie heißen die nochmal, sind das die, das sind, ne, diese Wände da, ihr seht's, ne, 3 hoch. Kommen auch gleich nochmal in anderen Ausführungen. Dann haben wir hier nochmal ein paar Slopes in Dark Bluish Grey. Alle, die ich hatte, da kommt auch nochmal einiges nach. Kleiner Spoiler. Ich habe das Wikingerdorf nämlich geholt und da werden die auch nochmal gut vertreten sein. Hier sehen wir ein paar Kontrollmonitore, ein paar Bricks, ja, ein paar hier von diesen Jumper Plates, 1x4er lang. Generell, ja, viel Stand, also hier in der Tüte ist viel Standardware, ehrlich gesagt, vertreten. Und hier nochmal Surfbretter, 3 Stück, die ich hatte, alle weg. Ja, es ist mal so, ja. Und hier ist so eine Tüte mit den Standardsteinen, die es nur gibt, mit den standardsten Steinen, die es gibt. 1x3er Bricks in Light Blue Stray. Ich müsste lügen, wie viele das denn sind. Es 70, 80, 100? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es kann sein, dass es 100 Stück waren. Ich habe davon nochmal ein paar auf Lager, glaube ich. Oder ist es jetzt sogar leer? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ne? Aber davon ein gutes Paket. Dann gehen hier nochmal, wie angekündigt, diese Window-Teile da raus. Ihr könnt es hier sehen. Mir fällt gerade leider der Name nicht ein. Ja, aber hier könnt ihr es sehen. Die sind einmal 2x2, glaube ich, hoch. Das sind auch alle, die ich hatte. Ich glaube 75 oder sowas. Bei den Mengen nicht
nicht drauf festnageln. Die sind jetzt aus dem Gedächtnis gegriffen. Dann habe ich hier nochmal 2x4er Bricks und die sehen irgendwie auf der Kamera gerade sehr blau aus, aber das ist eher so dieses Light Blue oder Azur oder Türkis irgendwie so. Auf der Kamera sind die gerade sehr farbintensiv. So sehen sie aber nicht aus. Das sind diese schwachere Blau. Auch da alles, was ich hatte, jetzt weg. Und zu guter Letzt die Tüte Nummer 1. Das war auch die einzige Seite, die in eine Tüte gepasst hat. Aber hier ist mächtig was los. Hier gehen raus. Alle Jumper Blades in Dark Bluish Grey. Knochen. Jumper Blades in 10. Alle goldene Wasserhähne, die ich habe, die ich noch hatte. 4 Baby-Krokodile. Hier diese Pillars und ihr seht schon, das ist ein spezielles Teil. Und dann auch noch die Farbe, wurden mir alle 20 abgekauft, ja. Dann hier oben diese Schiffsteile, die oben auf dem Schiff drauf sind, liegen normalerweise auch ewig, sind jetzt auch mal weg. Die ganzen Anker hinten dran, die schwarzen, 6 oder 7 Stück sind es, auch weg. Magenta 2x4. Also in dieser Tüte, was hier alleine an Special-Teilen drin ist, die normalerweise ewig liegen, das ist wirklich der Wahnsinn. Sowas zu sehen, freut mich einfach. Und es ist halt dann auch immer mal cool, wenn man so Sachen mal wieder in die Hand nimmt. Man lagert ja viele Teile einfach nur ein und gefühlt werden sie nie verkauft. Bestes Beispiel auch hier sowas wie Schwimmwesten, ja. Die hat man, aber so wirklich weggehen tun sie auch nicht. Und da freut es mich einfach, wenn dann hier mal so eine Bestellung auf dem Tisch liegt, wo wirklich mal die Steine in Masse rausgehen. 90 €, muss ich sagen, ist doch eigentlich ein guter Preis. Da hat man wirklich einiges an Steinen. Man hat eine große Auswahl, vor allem gute Mengen. Und das ist doch ein guter Teilepreis bei, wie gesagt, 1300 Steine etwa für 90 €. Das ist auf jeden Fall ein Wort, würde ich sagen. Klar, keine Minifiguren dabei. Und für mich heißt es jetzt, ein bisschen Ordnung machen. Das geht vor allem heute noch in die Post. Und dann werde ich noch ein bisschen was ausparten. Und das wird natürlich auch im Shop wieder landen. Und damit würde ich sagen, schauen wir mal, was noch so passiert. Aber das war doch mal wirklich jetzt ein solider Start in dieses Video. Und weiter geht es. Und das Witzige ist, die Bestellung, die jetzt gekommen ist, das ist dieselbe Person, die eben gerade schon mal bestellt hat. Allerdings, ich glaube, 2 Tage Unterschied oder so. Das Paket, was er quasi, was ich eben gepackt habe, das kam an und ich glaube am selben Tag und am nächsten Morgen kam die Bestellung und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich die gesehen habe. Und zwar, ich zeige es euch mal, das alles ging raus. Und das ist wirklich krass. Also in der letzten, im letzten Paket hat der Käufer ja auch schon alles leer gekauft, was er angepackt hat und vor allem auch komische Farben und so, aber jetzt hat er auch wieder leer gekauft, aber Standardsachen und ich muss es euch zeigen. Wir gucken mal zuerst hier drüben drauf. Wir haben 34 Lots, 3.554 Items und knappe 170 €. Keine einzige Minifigur, also nur Steine. Und das ist dann wirklich schon ein Betrag bzw. eine Menge. Das hat man selten. Und ihr könnt es schon sehen, ja, ich gehe mal so ein bisschen über die Zahlen drüber. Stoppt das Video, wenn ihr da irgendwelche Sachen mal genauer angucken wollt, ja. Das ist einfach wirklich nur krass. Also das Packen ging verhältnismäßig schnell. Also für den Warenwert war das wirklich eine schnelle Nummer. Aber natürlich, wenn man alles nochmal nachzählt bzw. nachwiegt, dann dauert das natürlich alles ein Stück. Und genau, das war es hier auch schon. Ihr seht allein hier, Dark Blue 1x4, 250 Stück. Alle, die ich hatte, sind rausgegangen. Und die Tüten sind aber auch wirklich sehr cool jetzt anzupacken. Hier haben wir zum Beispiel eine Tüte, also zur Erklärung für die, die selten gucken oder zum ersten Mal das Video gucken. Ich nummeriere ja die Seiten durch, ja, wenn jemand so viel bestellt und schreibe einfach auf die Tüten dann die Nummer, zu welchem Papier es gehört, damit man leichter eben die Vollständigkeit prüfen kann. Und hier eine Tüte voll 2x2er Plates. Ja, dann haben wir hier eine Tüte, da sind einmal 6er Green Plates drin, dann hier noch so ein bisschen Kleinkram, ja. Das habe ich dann ineinander gepackt, 2x2er in Dark Blue. Hier die 250 1x4er Plates in Dark Blue. Dann, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube 86 2x6er Plates in Grün. Dann haben wir hier nochmal eine Tüte von 204 2x6er in Green. Hier ein paar Brick Modifieds, dann nochmal 2x2er Plates in Green, 1x2er Plates in Weiß und hier mein ganzer Bestand sind fast 900 1x1er Plates in 10. Die habe ich in der Pick-a-Brick-Wand gekauft
Und tatsächlich war das nur so ein halber Becher oder so. Und die haben sich bisher, also so, dass ich es merken würde, das waren die ersten Steine, die sich mal wirklich gelohnt haben aus der Pick-a-Brick-Wand. Weil die Menge, die er jetzt abgekauft hat, bezahlen etwa einen Becher. Ja, was das hier quasi wert ist. Und die meisten anderen Teile von der Pick-a-Brick-Wand liegen einfach nur rum. Aber das hier war quasi mal Glück, dass sowas dann auch rausgeht. Beziehungsweise habe ich ja auch selber noch einiges immer mit dem Auspaten dazu getan. Aber das hier allein sind 20 Euro die Tüte. 19 Euro. Dann haben wir hier nochmal Brick Modified Plates, Trans Clear, also Trans Light Blue Plates. Hier dieses helle Blau, ja, Babyblau. Also alles Mögliche dabei. Und das ist noch so die kleinste Tüte gewesen, ja. Die Nummer 1. Das hat alles in eine Tüte gepasst. Und jetzt hier haben wir zum Beispiel bei der 3, also von Seite 3 haben wir hier Inverted Slopes. Einmal Vierer Plates. Hier dieses hellgrüne. Dann haben wir da hinten zweimal Vierer Dark Blue Plates. Nochmal Inverted Slopes. Dann haben wir hier einen ganzen Sack voll zweimal Vierer Plates in grün. Ja, also auch das ist wirklich krass und das ist eine große Tüte, die hier voll ist. Und dann haben wir hier nochmal eine Kombitüte aus einmal Achtern in 10 und also Plates in 10 und zweimal Zweier Tiles in Dark 10. Genau. Die hatte ich auch aus der Pick-a-Brick-Wand. Also manche Sachen scheinen zu gehen und viele andere Sachen liegen einfach. Und jetzt wurden die Preise ja auch bei der Pick-a-Brick-Wand erhöht. Deswegen muss man immer überlegen, ob es sich noch so lohnt. Aber das hier, würde ich sagen, ist mal wirklich eine ordentliche Bestellung. Schön viele Teile, wenig Lots, so ist es immer am besten. Und dann auch noch 170 Euro. Also ich finde es einfach nur der Wahnsinn. Von daher, vielen lieben Dank. Ja, es ist quasi schon theoretisch ein Video nur mit der einen Person voll. Aber ich würde sagen, wir sammeln noch ein paar Bestellungen und dann gucken wir mal, was noch so kommt. Auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank für diesen Support. Und es ist immer noch derselbe Tag. Es kam noch mal eine Bestellung rein. Und zwar ist es von jemandem, der hat zum 10. Mal bestellt. Wir hatten noch auf Instagram vorher geschrieben. Ich habe ihn darauf hingewiesen, da er ja so ein, das Wikinger-Set, ja, das Wikinger Village war es, glaube ich, ne? 21343, meine ich, war es. Und das hat er als Basis gehabt und hat es immer weiter ergänzt. Hat mir vorhin noch Fotos geschickt von einem neuen Schiff, was dabei ist. Oder ist das ein Segelschiff? Da gibt es eine richtige Bezeichnung für. Auf jeden Fall ein Wikinger-Schiff hat er noch gebaut. Hat es mir so geschickt, wir haben ein bisschen geschrieben. Er baut fantastisch, es gefällt mir richtig. Also ich glaube, viel davon ist gemockt, also mit Anleitungen oder so. Aber es sieht schick aus, das ist die Hauptsache. Und ich habe ihn darauf hingewiesen, dass ich da das Wikinger Village zweimal ausgepartet habe und schwupps, danach kam eine Bestellung. Er hat, das ist das Allergeilste, 10. Bestellung, merkt es euch. Und wir haben genau 1000 Teile. Hat er mir auch extra nochmal per E-Mail hinterhergeschrieben, um es eine Runde, um das Jubiläum richtig zu feiern, machen wir eine runde Sache draus. 1000 Teile, aber kleine Anmerkung, dann hätten wir es hinbekommen müssen, dass es genau 100 Teile, 100 Lots sind oder 200 und dann hätten auch da genau 100 Euro stehen müssen. Das wäre natürlich am coolsten gewesen. 100 Lots, 1000 Items und 100 Euro Warenwert. Also, wenn das mal jemand hinbekommt, dann falle ich aber um. Auf jeden Fall, trotzdem natürlich vielen lieben Dank. Ne? Das ist ja klar, ich habe es ihm auch schon geschrieben. Es ist ein Riesensupport, schon 10 Bestellungen und das sind alles große Bestellungen immer gewesen. Ja, also ich glaube, da war das kleinste, war mal 40 Euro oder so. Von daher ein riesen Dankeschön dafür. Ich melde mich auch nochmal bei dir. Ja, da machen wir nochmal was. Auf jeden Fall, das ist die Bestellung. So wirklich Highlight-Teile gibt es eigentlich in dem Sinne nicht. Coole Teile gibt es zum Beispiel hier, diese Fahnen. Ja, die gab es ja auch in diesem einen Diorama, in dem Star Wars Diorama auf Endor. Sehr coole Pflanzteile, sind glaube ich immer noch recht selten, kosten immer noch 30 Cent oder so. Also ein Wahnsinn. Hier auch nochmal in Weiß mit dabei, die sind auch glaube ich ein bisschen teurer, 70 Cent oder so. Auf jeden Fall, Moment, ich habe es hier neben liegen, was waren sie? 74 Cent, ja tatsächlich. Also die sind schon ein bisschen teurer. Da hinten noch ein paar Pflanzteile, Platten, hier ein paar Slopes, also wie gesagt, schwierig so ein Highlight irgendwie rauszunehmen. Ihr seht es natürlich wieder seitenweise alles eingetütet. 15 Seiten sind es auch geworden. Und ja, ich weiß nicht, was ich sonst zu sagen soll.
Cool sind vor allem natürlich auch hier die Wikinger-Schilde, die dabei sind. Die hat er sich von 4 Stück jeweils, hat er jeweils 2 Stück mitgenommen. Ja, aber wie gesagt, das sind so, ja, das sind Teile, die sind hier dabei. Nicht krass erwähnenswert, aber das Gesamte finde ich einfach nur so umwerfend. Ja, 1000 Teile einfach, um mal ein Jubiläum voll zu machen. Einfach mal so für 100 Euro nochmal bestellt. Also es ist wirklich verrückt. Und da gibt es ja wirklich ein paar da draußen. Die schreiben mir auf Instagram, hier du, ich hol was, und plötzlich ist eine Bestellung da. Oder ich guck mal wieder und auf einmal wird für 80 Euro was eingekauft. Also wie gesagt, vielen lieben Dank für diesen Support. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und ja, es ist einfach nur extrem motivierend. Klar, es kommt Geld mit rein, man kann damit wieder mehr arbeiten für den Job, aber es ist einfach toll, so Bestellungen zu packen. Und vor allem, wenn man die Leute auch kennt. Man schreibt auf Instagram, man weiß so, was die Leute bauen, man kriegt was geschickt. Es ist einfach schön. Ja, von daher, wir gehen jetzt weniger auf die Bestellung ein. Ich habe ein paar liebe Worte verloren. Wie gesagt, vielen lieben Dank. Ich weiß gar nicht, ob ich dich namentlich nennen darf. Kannst mir natürlich gerne mal schreiben. Dann wirst du spätestens beim Jubiläum der 20. Bestellung sozusagen erwähnt. Aber genau, so viel dazu. Schöne Bestellung, wird jetzt noch fertig eingepackt. Geht dann auch zeitnah zur Post. Und ja. Damit würde ich eigentlich auch sagen, wir haben 3 richtig dicke Bestellungen in diesem Video gehabt. Tausende Teile, es sind locker 6.000, 7.000 Teile jetzt gewesen in diesen 3 Bestellungen. Und deswegen würde ich sagen, werden die 3 hiermit auch einfach abgeschlossen. Vielen lieben Dank dafür. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Macht es gut und ciao, ciao.